Wenn mehr als 8 Milliarden Euro, liebe Zuschauer, von Ihrem Bankkonto abgebucht würden, wie würden Sie da eigentlich reagieren? Hm? Umfallen oder jede einzelne Stelle nach dem Komma nochmal abzählen? Gleich mehr zu dieser sehr, sehr skurrilen Geschichte bei uns in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Brisant. Nach Deutschland jetzt, liebe Zuschauer, dramatische Szenen spielten sich in der Innenstadt von Hagen ab. Ein 17-jähriges Mädchen wird von einem Transporter überrollt und lebensgefährlich verletzt. In dem Transporter saß aber kein Fahrer. Ja, wo er war und wieso sich das Fahrzeug eigentlich in Bewegung setzte, muss jetzt die Polizei klären. Ach, freut er sich auch. Der folgende Prozess hat in Österreich für sehr, sehr großes Aufsehen gesorgt. Die Grünen-Politikerin Sigrid Maurer wehrt sich juristisch wegen obszöner und sexistischer Nachrichten. Am Ende wird sie aber selbst verurteilt, nämlich wegen übler Nachrede. Wie das geht, erfahren Sie gleich. Das will sie jetzt aber auf alle Fälle nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Bleiben wir auf alle Fälle dran an dieser Geschichte. Harry Potter spielt gleich bei uns eine Rolle. Michelle Hunziker ist froh, dass sie aus der Rolle des Opfers rausgekommen ist. Und was Toni Marshall mit Karl Marx zu tun hat. Das und mehr jetzt in Brisant prominent. Und kalte war es auch nicht, wie man sieht. Es wird romantisch bei uns, liebe Zuschauer. In Windsor läuten morgen ja wieder die Hochzeitsglocken. Diesmal tritt die Nummer 9 der Thronfolge, Prinzessin Eugenie, vor den Traualtar. Die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson heiratet ihren Verlobten Jack Brooksbank. Und die Hochzeit ähnelt sehr der von Harry und Meghan. Nur soll sie noch ein bisschen pompöser und vor allem teurer werden. Was haben Toni Marshall und Rebecca Simonite-Barum eigentlich gemeinsam? Er singt, sie spielt in der Lindenstraße. Okay, so viel fällt einem da auch nicht ein auf Anhieb. Doch jetzt kann man die beiden zusammen bewundern in einem ziemlich schrägen Musical, das bereits erfolgreich in Deutschland und auch London lief. Jetzt aber gibt es die Promi-Version. Und es ist ein Musical über Karl Marx. Jawohl. Wir haben bei den Proben aber mal nachgeschaut, ob es hinter den Kulissen einen Klassenkampf oder eher einen Generationenkampf gibt. Schauspieler Michael Brandner kennen wir aus der Serie Hubert und Staller und auch schon in Hollywood hat er auch schon gedreht. Jetzt hat er in unserem Brisant Promi-Taxi Platz genommen und uns verraten, was er im Kino schon mal gemacht hat und was er unbedingt dort noch gerne tun würde. Ja, und mit dieser Fahrt sagen wir Tschüss für heute, liebe Zuschauer. Bis morgen, Punkt 17:15 Uhr. Würde mich sehr freuen, wenn Sie mit dabei sind. Ciao.